So, besser. Etwas besser. Und ja, ich will's noch mal. Nein, nicht damit. Ich will's echt noch mal mit dem UV-Licht probieren. Sie hat doch die ganze Zeit von UV-Licht. Vorhin hat's nicht geklappt. Aber noch mal. Ich will's noch mal probieren. Nur einmal noch. Also ich latsche jetzt wieder ganz zurück. Da sind die Linien ja jetzt sichtbar. Aber sollten sie nicht durch UV-Licht auch sichtbar sein, wenn ich sie noch nicht also entdeckt habe oder so? Naja, ist schon gut. Mir fehlt ja nur noch eine. Oh. Oh. Ja. Yeah. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? So, hätte ich mir den ganzen Weg sparen können hier. Du, nachher, hold and grab ammo. So. Von da oben. Warum ist mir die nicht aufgefallen? Ausgeflogen. Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Also ich meine, ja, bin ich, aber die ist rausgeflogen, da bleibe ich dabei. Okay, nochmal. So. Once all of the explosives are taken care of, get back to the detonator on the door as fast as you can. The countdown will be triggered. Okay. Rosa, I'm back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple possible configurations. Number of canisters. Zwei. Zwei lang, einer kurz. Oh Gott. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier. Vier. 16. Und was gibt's noch? 3. Zwei Kanister, das hatten wir schon. 120. Oh. Shit. Shit, 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 shit. Das war dumm. Da habe ich viel zu lange gebraucht. Oh, Mensch, 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 Mensch. Also nochmal, und diesmal schaue ich mir gleich. Oh. Rosa, I'm back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple 120 Volt, ne? 120 auf 120 oder? Ich hab keine Ahnung. 16. 3 blinkende. Ja, genau 3. Zwei lang, einer short und ein Kanister. Okay, dann war wahrscheinlich die Wolzer falsch. I mean, shoot. It looks like you need to cut the cable on the right. But I'm not 100%, maybe 50% sure at best. Rosa, the detonator's been deactivated. Hat doch geklappt. Ist doch alles gut gegangen. Also wenn das eine Library ist, eine Bibliothek, na dann muss ich sagen, was soll denn das jetzt hier sein, ja? When surgery goes bad. Aha. Naja.
So, irgendwas muss ich jetzt hier suchen. Irgendwas ist hier wichtig. Finden wir hiermit was? Oh. Ach nein, das sind die Schattierungen, beziehungsweise Glüheffekt. So. Auf den Schock trinken wir erstmal was. Was ist das? Ein Health Kit brauchen wir aber noch nicht. Ja, im Holster. Ich würde echt gern wissen, wie ich den benutze. Nein, so nicht. Na, das ist ja das Licht. Vielleicht mit Select. Nein, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, gut, study evidence. Rosa, Van Horn's computer is asking, what makes me special? It sounds like a password request. Was fragt der? What makes me special? Passwort. Wahrscheinlich das hier. Perfekt. Tada! Hello, Ethan. My future is uncertain, and so I leave this message to you. I made a promise to your parents long ago, but under the circumstances, I must break that promise. Your life, the real truth, was never to be revealed, but times have changed. And I fear danger has come to you like it has come to me. When your parents defected from the Oro, they were hunted down and killed. Your identity remained a secret, and only I knew of your existence. But that is no longer the case. The Oro has reached new levels of power, and they suspect your potential and will, no doubt, see you as a threat. Now, I know foster homes were tough on you, but it was necessary to try and maintain anonymity. I hope you understand that I did my best. To complicate matters, my nephew, the person you know as SKX, just recently found hope in the Oro. This was never my intention. In fact, I've spent the majority of my life opposing the Oro. They were responsible for the death of my wife and child so many years ago. This put my nephew and me at odds, resulting in the current state of my affairs. He will stop at nothing to become one of them. And this is why our paths are crossing once again. Be careful, Ethan. The Oro's power is intoxicating, crippling, and... Wer stört? Ich hasse euch! Wichser! Scheiß drauf, komm, wo bist du? Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass so ein Kampf ernst wird, ich meine. Ohne Steady Aim, ohne Alkoholintus ist das echt scheiße. Also okay, also er ist wieder da und bla und bla und bla. Aber ich verstehe es nicht. Wenn er doch gewusst hat, dass er zu diesen Oros will, warum hat er ihn dann wieder hochgepusht?